St. Carlos de Bariloche liegt wunderbar am Ostufer des großen Navelva-Pi-Sees, 770 Meter über dem Meeresspiegel. Stadt und Umgebung nennen sich die Schweiz Argentiniens und manche Postkartenansichten der Umgebung könnten auch in den Alpen aufgenommen sein. Besucher kommen ganzjährig, in den Sommermonaten zum Wandern. Im Winter ist Bariloche eines der wichtigsten Skizentren der Anden. Berühmt ist El Camino de los Siete Lagos, die Straße der sieben Seen, eine 190 Kilometer lange Ausflugsroute zwischen San Martín de los Andes und San Carlos de Bariloche. Sie führt durch eine herrliche Seen- und Waldlandschaft. Nur den Namen Patagonia auszusprechen, weckt Fernweh und Sehnsucht. Kaum eine andere Region der Welt scheint derart die Fantasie anzuregen wie Patagonien. Berge, Gletscher, unendliche Weite. Ein Paradies für Naturbegeisterte. Patagonien. Diesen Namen trägt das Land seit der Magellan-Expedition. Die Europäer nannten die Indianer, die sie dort antrafen, Patagones, Großfüße, wegen ihrer mit dicken Fellen umwickelten Füße. Der Nationalpark Navelva-Pi, Mapuche-Wort für Puma-Insel, umfasst etwa 760.000 Hektar Gebirgs- und Seenlandschaft. Er ist einer der größten und beliebtesten Nationalparks in ganz Argentinien. Sein Herzstück ist der Lago Navelva-Pi, ein Gletschersee, der insgesamt fast 500 Quadratkilometer misst, fast 100 Kilometer lang ist, aber nirgendwo breiter als 12 Kilometer. Daneben gibt es zahlreiche weitere Seen im Park. Es bietet sich so fast überall eine eindrucksvolle Kulisse von schneebedeckten Andengipfeln, die sich im blauen Gletscherwasser spiegeln. Geografisch gesehen umschließt Patagonien das gesamte Gebiet vom Rio Colorado im Norden bis zur Magellanstraße im Süden. Die vier Provinzen, Neuquén, Rio Negro, Chubut und Santa Cruz umfassen mit 765.720 Quadratkilometern ein Gebiet, das mehr als doppelt so groß wie Deutschland ist.
Villa Angostura ist ein gepflegter Ferienort mit schönen Holzhäusern im Schweizer Chaletstil. Nirgendwo ist auch ein Ort. Treffend charakterisiert dieser Satz die unendlich weiten Ebenen, die den zentralen Teil Patagoniens ausmachen. Mit dem Teleferico gelangt man auf den Cerro Otto. Von oben hat man einen wunderbaren Blick auf die Stadt und den See. San Carlos, Karl Wiederhold, ist der deutschstämmige Gründer der mit knapp 100.000 Einwohnern heute größten Stadt am Rand der patagonischen Anden. Bariloche wurde 1902 gegründet. Der Name kommt von Wuriloche, Leute von woanders, wie die Indianer auf der Ostseite der Anden bezeichnet wurden. Vom Hafen Porto Panuelo fahren Ausflugsschiffe über den See zum Bosque de Arianes und zur Isla Victoria. Auf der Peninsula Quetrique, die als schmale, langgezogene Landzunge in den Lago Navelva Pi hineinreicht, liegt der Nationalpark Los Arianes, ein Extraschutzgebiet innerhalb des Nationalparks Navelva Pi. Der Park ist eine Besonderheit, wächst hier doch ein dichter Wald aus Myrtenbäumen. Thank you.
Vuelvo al sur, siempre. Ich komme zurück in den Süden, immer wieder. El sur. Für die Argentinier bedeutet das kurze Wort mehr als nur eine Himmelsrichtung. El sur, das ist die Freiheit zu gehen, wohin man will.